Also, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Polanski-86 bei Twitch TV. Heute werde ich euch einen, man könnte sagen, eigentlich einen Hack zeigen und auch eine Schwachstelle bei Mozilla. Hierbei geht es darum, dass wir in einer vor allem Workstation-Umgebung eine virtuelle Maschine erstellen mit Windows 10 und dort ein Firefox-Profil erstellen, Chrome-Profil mit Benutzername, Passwort etc. etc. Alle Passwörter speichern. Das Passwort wird dann anschließend nochmal geändert. Dann zeige ich euch, wie man ohne das Passwort zu wissen reinkommt. Es geht auch. Also trotz 21H1 funktioniert es weiterhin. Und anschließend werde ich euch die Schwachstelle bei Mozilla präsentieren. Natürlich werde ich euch auch sagen, was ihr tun könnt, damit die Schwachstelle, sagen wir, nicht um die irgendwie Schwachstelle zu umgehen oder um die Schwachstelle nicht kommen zu lassen. Ich kann es nicht genau artikulieren. Aber egal, wir gehen jetzt mal in die Firmware Workstation. Ihr seht, dass ich da schon was vorbereitet habe. Ich mache es ein bisschen kleiner und sage Create a new virtual machine. Typical Installer Disk auf meinen Downloads. Windows ISO ist neues Windows 10 ISO, welches runtergeladen wurde. Microsoft Windows, Windows 10 ist richtig. Windows 10. Wir nennen das einfach mal Mozilla. Speichern das unter, Entschuldigung, VMware, neuer Ordner, da unten, neuer, nein, das wollte ich nicht. Ach, Scheibenkleister. VMware, hier, neuer Ordner mit Mozilla. Und das soll er mir alles abspeichern. Weiter. 60 GB ist in Ordnung. Customize Hardware. Network Adapter ist NAT. Use to share the host IP address. Das ist okay. Prozessoren nehme ich jetzt mal hier 6, weil ich habe 12 Stück. Memory nehme ich auf 4 GB. Damit rennt auch die Installation ratzfatz durch. Speed Controller Present Display. Okay. Close. Finish. Damit wird eine neue virtuelle Maschine erstellt. Ich starte diese sofort durch. Und hiermit installieren wir dann Windows 10. Die Installation ist recht einfach gehalten. Man klickt sich im Grunde genommen komplett durch. Ich habe keinen Produktkey, sagen wir, nehmen die 10 Pro. Ich akzeptiere weiter. Benutzer definiert, neu, übernehmen, okay. So, die Standardinstallation, weiter. So, jetzt werden die Daten kopiert. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt schneller geht. Mit 6 virtuellen Kernen und 4 GB RAM. Also, die schnellste Installation, die ich jemals hatte, war bei einem physikalischen Rechner mit einem Ryzen. Ich weiß leider nicht mehr, welche Generation das war. Aber da war die Installation von Windows 10 innerhalb von einer Minute durch. Und da habe ich selber gestaunt. Hoppla, das ist Cola. Cola. Ja, wir sind schon bei 20%. Das geht ja eigentlich ratzfatz. Geht auf jeden Fall schneller als mein erster Test, den ich durchgeführt hatte. 31. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wir sind fast bei 50%. Was ist eigentlich mit diesem Licht hier los? Irgendwie spinnt meine Kamera ein bisschen. Ist besser so? Ja, so ist besser.
Wir sind bei 68%. Ich bin jetzt seit 5 Minuten auf der Aufnahme. Wir sind fast bei 80%. Und wir sind durch. Jetzt macht er noch die zu tun Updates installieren. Das geht dann ja auch ratzfatz durch. Und die Aktion wird abgeschlossen. Komm, komm, komm. Genau, und jetzt neu starten. Und damit hätten wir Windows 10 erstmal von der Grundinstallation her installiert. Jetzt kommt die Meldung, dass Geräte betriebsbereit. Oder die ging aber schnell. Ah ne, da kommt es ja. Geräte werden betriebsbereit gemacht, genau. Das kommt jedes Mal beim Neustart oder bei der Neuinstallation von Windows 10. Was war das Fenster hier ein bisschen kleiner? Aber das ist ja auch nicht wichtig eigentlich. Ich minimiere es einfach, ist ja egal. Damit konzentrieren wir uns nur auf dieses Fensterchen. Ich habe extra so gemacht, damit ihr meinen gesamten Bildschirm seht. Ich will nicht, dass irgendjemand sagt, ah, der faked oder der schwindelt oder irgendwas. Nein, 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 das ist alles echt. Was ihr für die gesamte, für das gesamte Konstrukt benötigt, ist klar, das Windows 10 ISO für die Installation. Also eigentlich braucht ihr die nicht, weil wir gehen jetzt davon aus, dass ihr auf irgendeinen Rechner drauf wollt. Das heißt, ihr braucht eigentlich nur. Oh, ihr braucht eine Windows 10 ISO. Die braucht ihr. Ich erkläre euch auch, wieso später. Und ihr braucht einen USB-Stick. So. Also wir sagen Deutschland. Deutsche Tastatur und überspringen. Wichtige Schritte für die Einrichtung ausgeführt werden. Es war vielleicht gar nicht mal so gut, dass ich jetzt gesagt habe, dass ich ein Netzwerk habe. Was sollen wir noch unterbinden? Disconnect, ja, ich kann es disconnecten. Dieser Schritt ist eigentlich nur wichtig bei der ersten Konfiguration von Windows. Natürlich könnt ihr auch das Netzwerk anlassen. Bei Windows 10 Home müsst ihr es deaktivieren, wenn ihr ein lokales Konto erstellen wollt. Bei Windows Professional könnt ihr es eigentlich auch mit Netzwerk machen. Ich mache es lieber ohne, weil ich dann auf Nummer sicher gehe. Aber gerade macht er irgendwie nicht mehr weiter. Ich vermute, der wartet jetzt auf ein Timeout. Hallo, komm schon. Timeout, Timeout, Timeout. Timeout, Timeout, Timeout. Hey, was ist da los?
Ich weiß nicht, was er gerade macht, aber ich vermute, dass er wirklich jetzt gleich in Timeout läuft. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten starte ich ihn einfach nochmal neu, dann müsste er auf jeden Fall laden. Wow. Das war eine E-Mail. Das gibt's nicht. Oh, Restart Guest. Okay. Ich hoffe erstmal, dass ich die Installation nicht geschrottet habe. Weiter. Ah ja, okay. Also nochmal Deutschland. Deutsch überspringen. So, jetzt sagt er nämlich hier, ich habe kein Internet. Und dann sage ich hier weiter, dann weiter mit eingeschriebenem Setup. So, jetzt gebe ich hier ein als Benutzername User und ohne Kennwort. Das Kennwort ist auch erstmal unwichtig. Wir machen alles auf Nein. Kein Cortana, keine Peepers, einfach nichts. Diese neuen Features von Microsoft, die sind auch echt nervig irgendwie. Das sollte mich irgendwie ein bisschen im Blick behalten, zu wissen, was ich tue. Na, ihr seht ja meine Maus. So, wir sind drin. Windows 10. Natürlich sucht er jetzt Anzeigetreiber und alles. Ich muss nämlich erstmal über VMware die VMware Tools installieren. Ja, da ist er auch schon. Installieren wir mal durch. Die VMware Tools sind für Bildschirmauflösung. Netzwerk, Sound, Maus und Tastatur-Input wichtig, damit auch die Maus quasi dann unabhängig, also dass das hier nicht passiert. Vollständig ja, weiter installieren. Ihr seht ja USB-Maustreiber, PS2-Treiber, Videotreiber. So, jetzt haben wir auch gleich eine etwas bessere Auflösung, vielleicht jetzt nicht, aber das ist auch egal. Wir starten nochmal neu. So, in der Zwischenzeit kann ich euch ja mal noch was anderes zeigen. Ich muss kurz schauen, wo ich das jetzt habe. Hier, genau, da ist meine Test-CMD. So. Einfach nur Polanski, User Add, Net Local Web Administrators. Und damit es, weil dieser Befehl
nicht immer so sauber funktioniert, gehen wir einfach hier nochmal hin und sagen hier Administratoren. Da haben wir es einmal auf Englisch für die englische Variante und einmal für die deutsche Variante. Das ist für später wichtig. Kommt aber auch später. So, dann laden wir jetzt Mozilla erstmal herunter. Der neue Edge wird jetzt gestartet. Einrichtung abschließen. Weg damit. Achso, ich habe noch kein Internet. Stimmt ja, weil ich habe es nämlich deaktiviert. Jetzt bin ich aber direkt drin. Verbindung wurde unterbrochen. Ja, ist ja gut. Okay. Mozilla Download. Also merkt euch schon mal, der Browser, der schützt, der das schützt, was dir wichtig ist, ja? Keine zwielichtigen Datenschutzhinweise oder Hintertürchen für Werbebetreibende. Nur ein blitzschneller Browser, der deine Privatsphäre respektiert. Hört sich eigentlich gut an. Wir laden ihn runter. Okay. Ja, wir wollen ja die Taskleiste anheften. Standard, nein. Nimm alles mit. Nö, habe ich nicht. Style, machen wir dunkel. Oder hell. System, Alpenglow. Ah, dunkel. Nicht hier. Da, okay, egal. So, was wir jetzt machen, ist als allererstes erstmal ein Outlook-Account. So, Outlook.de, kostenloses Konto erstellen. Nicht wundern, ich habe schon mal ein Konto erstellt, das heißt. Mein Polanski-86-Account wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber dafür vielleicht nur Polanski-86. Gibt es denn schon? Ne, gibt es noch nicht. So, sicher erzeugtes Passwort verwenden. Na ja, warum nicht? Passwort gespeichert, hört sich ja gut an. Können wir dann zeigen, können wir ja machen. Polanski 86. Das geht, weiß ich jetzt nicht. Das sollte aber funktionieren. Deutschland, der 1. Januar 1990. Ja, ich bin ein Roboter, denn und fertig. Und wie lange habe ich gebraucht? 1,9 Sekunden mit 3 Sternchen. Hey, ich bin gut. Yeah, ja. Okay, jetzt wird mein Konto erstellt. So, damit bin ich jetzt in Outlook drin. So. Jetzt machen wir es noch ein bisschen schöner und machen mal einen Google-Account. Google-Account hat eigentlich fast jeder Gmail-Account. Google-Account, jeder, der ein Smartphone hat und. Und da sozusagen Apps und so weiter benutzt, hat eigentlich auch ein Gmail-Account für mich selbst. Das wird jetzt interessant, weil ich habe nämlich einen Test-Account gemacht und das hat nicht funktioniert. Polanski. Polanski. Das wird interessant. Na gut. Dieser Nummer ist vergeben. Ah, ja. Kiki gibt es schon. Ja, den gibt es auch schon. Dann machen wir mit 2S vielleicht, ob das geht. Ah, das geht. Dann geht auch vielleicht so. Na, der ist schon vergeben. Ah, okay, dann machen wir Kiki. SS und Kiki ist ja auch egal. Oder mit 2I. Es wird. Ah, Polanski gibt es noch. Polanski, 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 okay, Passwort.
Sicher zeigt das Passwort. Natürlich, gerne, sehr gerne sogar. Wir wollen Kaspar kein Passwort zeigen. Weiter. Weiter hier auf jeden Fall was. Benutzername und Passwort hinzufügen. Was hat er denn da gespeichert zu aktualisieren? Na ja, gut. Telefonnummer. Das ist optional. Die braucht da. Nein, da. Ah, zurück. Ich brauche einen anderen Namen. Polanski. Kiki. Kiki Kaka. Na, oh, von dieser Webseite. Ich hoffe, das jetzt, ist es der richtige? Wer weiß es nicht. Weiter? Bitte nicht. Ach, verflucht. Einfach mal, keine Ahnung. Was will ich für einen Namen nehmen? Ich. Walter Klaus. Verdammt, wieso will der hier eine SMS haben? Das gibt's doch gar nicht. Diese Nummer gibt's schon. Verdammt. Schließen wir es nochmal und schließen das nochmal ab. Ein Account war nämlich jetzt nicht geplant. Für mich selbst. Das gibt's doch nicht. Gestern wollte da keine. Ah, ich kann eine eigene Adresse. Ah, okay. Dann muss das doch so. Ah ja, okay, da habe ich einen Bestätigungscode bekommen. Auf meine Outlook-Adresse. Da ich ja meine Passwörter gespeichert habe, sollte ich ja eigentlich da auch reinkommen. Kopieren, da habe ich aber keinen. Willkommen bei Ihrem Outlook-Team, ja. Okay. Keine relevant. Sag mal. Ah. Komm. Was ist jetzt falsch? Punkt. Komm. Ah. So, jetzt aber. Genau, Google, da ist mein. Ne, da ist mein. Wo ist mein Google jetzt hin? Da unten. E-Mail-Adresse bestätigen. Oh, weiter. Ich habe keine Telefonnummer. Boah, das ist nicht wahr. Das gibt's nicht. Aber okay, dann machen wir halt ein anderes Konto. Ist ja auch eigentlich Jacke wie Hose. Was haben wir denn noch für Konten? Was könnte man denn noch machen? Ein Amazon-Konto vielleicht.
Amazon-Konto. Hallo und anmelden. Cookies akzeptieren. Benötigen. Erstellen Sie Ihr Amazon-Konto. Ihr Name: Walter Hans. Oder Hand ist ja egal. Polanski-86@outlook.com. Sicher ein schlechtes Passwort. Erstellen Sie Ihr Amazon-Konto. So, der will jetzt von mir aktualisieren einen Code. Es wurde an meine Outlook-Adresse geschickt. Sonstige, komm. Relevant. Schon wieder falsche E-Mail-Adresse. Outlook.com. Ne, das Polanski-86 at Outlook.com. Das ist richtig. Ist Werbung. Junkmail ist nichts. Dauert es einfach jetzt noch eine Weile. Aber ich habe doch von Amazon jetzt. Bitte prüfen, E-Mail habe ich ein. Polanski-86. Ah, nein, stopp. Ich muss auf Konto Code erneut senden. Vielleicht, ah, jetzt kommt es. Halleluja, guck mal dann an. Okay. Ja. Wunderbar. So, jetzt habe ich also ein Amazon-Konto. Der nächste Schritt. Wir schließen jetzt Firefox. Ist auch kein Thema. Erst machen dann jetzt hier ein Kennwort hin. So, ich schreibe jetzt irgendwas da rein. Es ist ja eigentlich Jacke wie Hose. Wir machen es noch ein bisschen komplexer, damit es auch nicht so auffällt. Machen wir einfach das hier. Das werde ich nie wieder rausfinden. Nie wieder. Fortsetzen. Feststelltaste ist aktiviert. Ja, das weiß ich. So. Das heißt, ich tue jetzt das hier. Löschen, einfach weg damit. Ihr seht, ich habe es jetzt nicht mehr, ja? Gehe jetzt auf OK. Und das Kennwort wurde jetzt gesetzt. So. Jetzt muss ich neu starten. Erstmal neu starten. Und jetzt werde ich euch erstmal zeigen, wie es nicht funktioniert. So, den muss ich jetzt abstürzen lassen. Nochmal abstürzen lassen. Jetzt kommt nämlich die automatische Reparatur. So funktioniert der Weg nicht. Übrigens, meine Diagnose des PCs wird durchgeführt. Ihr müsst euch immer noch vorstellen, das kann immer noch ein physikalischer Rechner sein. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es eine virtuelle Maschine ist. Alles, was ich hier mache, kann auch an einer virtuellen Maschine, einem physikalischen Rechner passieren. Erweiterte Option. So, jetzt gehe ich auf Problembehandlung. Erweiterte Option und wähle jetzt hier die Eingabeaufforderung. Was passiert? Er will einen User. Wenn ich jetzt den User auswähle, will er ein Kennwort haben. Das funktioniert nicht. Ich habe das Kennwort nicht. Deswegen, im Prinzip müsst ihr dann einen USB-Stick oder eine CD oder wie auch immer mit einer
Windows 10, also ein Windows 10 ISO einlegen oder mit einer Windows 10 DVD. Und von der dann booten. Über die VM bzw. über eine virtuelle Maschine ist es recht einfach. Man geht einfach in die Einstellungen. Sagt dann hier, Image-File ist richtig. Startet das Ding nochmal neu. Drückt F2. Jetzt haben wir hier so ein BIOS, so eine Art BIOS. Nimmt das CD-ROM-Laufwerk ganz hoch, Harddrive ganz runter. Geht auf Exit, wir speichern. Und jetzt startet er mir von DVD. Also von der ISO. In dem Fall habt ihr eine DVD eingelegt. Ihr habt vorhin gesehen, dass ich was vorbereitet hatte. Ich muss es nochmal aufrufen. USB-Laufwerk, diese Test-CMD. Diese Test-CMD beinhaltet quasi diesen Befehl und diesen Befehl. Über diesen Befehl erstelle ich einen neuen User mit Polanski. Polanski ist quasi der User. User ist das Passwort. Und im nächsten Schritt versucht er, NetLocal Group, das bedeutet quasi die lokale Gruppe, Administratoren soll der, da ist ein Fehler, Polanski, soll der Polanski hinzugefügt werden. Polanski. Polanski User, ja, Polanski Add. Speichern. Also, ihr seht jetzt hier immer noch die Windows 10 Installationsumgebung. Ihr geht auf Weiter. Jetzt auf Computerreparaturoption. Und siehe da, ihr geht auf Eingabeaufforderung, ihr seid drin. Direkt. Das heißt, wenn jetzt BitLocker nicht verschlüsselt ist, könnt ihr einfach auf D gehen, D, und dann habt ihr Zugriff auf alle Daten. Ihr könnt also euch auf der Festplatte frei bewegen. So. Jetzt nehmen wir jetzt mal an, ihr habt jetzt einen USB-Stick und diesen USB-Stick müsst ihr jetzt reinstecken. Connect. Ja. Ich hoffe, das war der richtige. Das war der richtige. Jetzt habt ihr natürlich die Möglichkeit über Diskpart. Aber einen kurzen Moment. Die entsprechende Festplatte oder das entsprechende Laufwerk noch zu einem Laufwerksbuchstaben zuzuweisen, einen festen Laufwerksbuchstaben. Das bedeutet, ihr macht List Disk als allererstes. Dann sagt ihr bei mir in dem Fall Select Disk One. List Partition, Select Partition One. Und jetzt könnt ihr sagen, Assign Letter, was nehmen wir? Was nehmen wir? Nehmen wir einfach mal K. Assign Letter K. Damit wurde dem USB-Laufwerk jetzt der Buchstabe K zugewiesen. Wenn wir jetzt in Exit gehen und dann auf K Doppelpunkt und dann auf dir sehen wir diese zwei Dateien. So, im nächsten Schritt, jetzt wird es ein bisschen komplexer, müssen wir aber erstmal auf die D-Partition. D-Partition, weil hier mein Windows installiert ist. Natürlich kann es auch sein, dass es C ist. Was ist auf C? Auf C ist Recovery, das ist die Wiederherstellungspartition, die systemreservierte Partition. Dann gibt es noch E, das ist wahrscheinlich mein Stick. Nee, doch, das müsste eigentlich mein Stick sein. Also nicht mein USB-Stick, sondern. Gute Frage, was ist das? Nee, hat keine Bezeichnung. Er hat keine Bezeichnung, dann ist auch wieder was von Windows. Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Ihr müsst euch halt durchmogeln durch die entsprechenden Laufwerksbuchstaben, bis ihr die Partition mit diesem. Kann natürlich auch anders aussehen, aber Windows Users Program Files und Perl, also Windows Users und Program Files, wenn ihr die Ordner seht, dann seid ihr auf der richtigen Partition. Wir gehen jetzt auf CD, Change Directory, Windows System 32. Und jetzt machen wir erstmal eine Kopie, beziehungsweise sichern jetzt erstmal alle Daten, die wir benötigen. Bedeutet, Copy CMD.exe, CMD.cmd. Damit haben wir eine CMD.bug, also die Original CMD.exe, kopiert.
in den Pfad von System 32 und diese benannt in cmd.bug. Im nächsten Schritt machen wir das gleiche mit utilman.exe. Copy utilman.exe utilman.exe bug. Damit haben wir die utilman.bug auch gesichert. Jetzt machen wir cmd copy cmd.exe utilman.exe. Er will überschreiben, wir haben eine Sicherungskopie. Ja, wir haben es überschrieben. So, um es jetzt nochmal zu verwirren, das ist cd. Gehen wir damit zurück. Sind wir wieder auf D. Jetzt können wir natürlich wieder auf K gehen. Mit dir prüfen wir nochmal, ob der richtige Pfad ist. Das ist der richtige Pfad. Und jetzt kopieren wir die Test-CMD mit den entsprechenden Befehlen nach D. Und zwar ins System32-Verzeichnis, weil dort auch die CMD liegt. Das bedeutet, copy test.cmd nach D Doppelpunkt slash Windows System32 test.cmd. Er kopiert jetzt also die Test-CMD nach D Windows System32 und nennt sie auch wieder Test-CMD. Eine Datei kopiert. Wir verlassen nun die Eingabeaufforderung und starten den Rechner neu, beziehungsweise sagen fortsetzen und beenden mit Windows 10 fortfahren. Jetzt kommt der spannendste Punkt. Es ist Windows 10 21 H1, also die neueste Windows-Version. Ich weiß nicht, wieso er jetzt eine Datenträgerüberprüfung macht, aber das wollen wir nicht. So, wir sind jetzt drin. Wir halten die Shift-Taste gedrückt, gehen auf Neustarten. Dadurch kommen wir in die Problembehandlung und können hier über erweiterte Optionen die Starteinstellungen ändern. Wir gehen auf Neustarten. Sollte die Kamera vielleicht mal da hinsetzen, ne, damit ich immer da in die Kamera gucken kann. Weil hier oben ist ein bisschen doof. So, im ersten Schritt drücken wir jetzt die 8. Das heißt, der Schutz der Anti-Schad-Software-Frühstarts wird deaktiviert. Ich habe diesen Weg mehrere Male getestet, bevor ich jetzt das Video gemacht habe, aber das hat funktioniert. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann tut es mir leid. Aber jetzt gehen wir wieder neu starten und sagen, wieder mit der Shift-Taste. Und gehen jetzt wieder auf Problembehandlung, erweiterte Option, Starteinstellungen und nochmal neu starten. Im ersten Schritt haben wir jetzt die Antiviren-Software, den Windows Defender, sagen wir mal, verharmlost. Ob das ein Bug ist, ob das gewollt ist, weiß ich nicht. Offenbar hat es wohl bis 1909 noch anders funktioniert, mittlerweile funktioniert es aber nicht mehr so. Jetzt drücken wir die 4, wir gehen in den abgesicherten Modus. So, ich bin jetzt im abgesicherten Modus und drücke jetzt hier unten auf utilman.exe. Es öffnet sich die Kommandozeile. Ich gebe ein test.cmd, weil so lautet unser Befehl. Und es wurden zwei Befehle ausgeführt. Einmal hier quasi und hier. Das heißt, ich habe jetzt einen lokalen Administrator mit Polanski und dem Passwort User in diesem System hinterlegt. Ich starte jetzt nochmal neu. So, jetzt habt ihr hier unten einen Benutzer mit Polanski. Ich melde mich an mit User. Ich zeige euch nochmal das Kennwort, damit ihr mir auch glaubt. Und ich gehe weiter. Und ich komme rein. Bin direkt drin in dem System.
Als Administrator. Ich wiederhole, als Administrator. Administratoren haben Rechte auf alles, haben auch Rechte auf alle Benutzerkonten, auf alle Ordner, auf alles. So, jetzt kommt der eigentliche Punkt. Erstmal hier alles mit Nein bestätigen. So, wir sind jetzt drin. Wir haben Mozilla Firefox, aber wir haben kein Profil. Also das bedeutet, wenn ich jetzt auf CG Benutzer, Polanski, dann App Data, Roaming, nee, weg damit, vielleicht später, habe ich hier kein Profil. Dagegen allerdings, der mein Kollege, beziehungsweise mein erster User, der hieß ja einfach nur User, es war aber passwortgeschützt. Jetzt gehe ich hier auf Fortsetzen. Ich bekomme auch Zugriff, weil ich Administratorrechte habe. Gehe ich hier auf App Data, gehe auf Roaming. Ich habe hier einen Ordner mit Mozilla. Ich kopiere mir diesen Mozilla-Ordner hier rüber. Er kopiert mir den gesamten Inhalt. So, als ob es noch nie irgendwie was gegeben hätte. Ohne Restriktion, ohne alles. Und jetzt kommt der ganze Clou. Wenn ich jetzt Firefox öffne, habe ich nicht nur alle Konten oder alle Kalender oder alle Verläufe. Nein, wenn ich jetzt hier auf Passwörter gehe, kann ich ganz normal die Passwörter alle einsehen. Ohne Einschränkung. Ohne alles. Und das finde ich halt schon wirklich hart. Ich hatte es sogar geschafft. Ich werde es jetzt aber jetzt nicht demonstrieren, weil ich es nämlich, weil ich meinen privaten Chat von WhatsApp nicht gerne publik machen möchte. Wenn man WhatsApp mit seinem Google oder mit seinem Mozilla Firefox geöffnet hatte, konnte man auch auf diesen zugreifen. Ich habe nicht versucht zu schreiben, weil das war mir dann ein bisschen zu heikel. Aber ich konnte lesen. Ich konnte alles lesen, alles sehen. Ich konnte alle Namen sehen, ich konnte alle Nachrichten sehen. Ein Riesendilemma. Und das, meine lieben Freunde, das finde ich hart. Dass man hier jetzt von allen Konten die Passwörter einfach so einsehen kann. Das ist Wahnsinn. Vor allem, weil, ich zeig's nochmal. Ach, Firefox.de ist natürlich schlecht, das wollte ich nicht. Ich muss ja auf com gehen. Der Browser, der das schützt, was wichtig ist. Passwörter sind nicht wichtig. Total obsolet, es gibt keine Passwörter, es gibt auch keine Accounts, es gibt einfach nicht. Passwörter sind total für den Arsch, braucht man nicht. Aber alles andere schützt er. Eigentlich auch nicht. Ich bin jetzt hier immer noch mit meinem anderen Account angemeldet, mit dem Admin-Account, und kann jetzt hier in der Chronik einfach alles durchgucken, wo ich war, was ich gemacht habe und so weiter. Es ist Wahnsinn. Also das ist eine richtig große Sicherheitslücke. So, das gleiche versuchen wir jetzt mal auch mal mit Chrome. Tab schließen und gehen jetzt wieder zurück. Das Passwort. Ich tue jetzt das Passwort explizit zurücksetzen von dem User. Ich meine, der Weg wäre ja auch gegangen, dass man quasi einfach sich das Passwort dann zurücksetzt. Aber das wollte ich nicht zeigen, weil man hätte ja sagen können, okay, unter dem User könnten ja auch die Profile funktionieren. In dem Fall ist es ja aber ein ganz anderer User. Also der User ist ja komplett anders. Wir könnten es sogar noch weitermachen und nochmal eine zweite virtuelle Maschine machen. Und dann könnte ich einfach auf einen anderen Rechner dieses Profil überziehen. Und wisst ihr was? Das mache ich jetzt auch noch. Ich mache jetzt eine neue virtuelle Maschine. Nochmal eine. Das ist mir jetzt egal. File New Virtual Machine. Typical. Wir nehmen wieder die Windows 10. Wo bist du? Der Downloads Windows 10 H1, weiter Windows 10. Mozilla Test 2. Dieser PC ist schon richtig, aber auf CVMware 9 Ordner Mozilla 2. Okay. Das ist halt blöd. Wieso hat er mir das jetzt so gemacht? Hallo, VMware, Mozilla 2, danke. Next, wir machen wieder, ja, jetzt mal 40 GB, 60 ist ein bisschen viel. Ich habe nicht mehr so viel Platz da.
Next, Customize Hardware. Da machen wir erstmal nicht connecten, weil ich nämlich, da brauche ich jetzt, aber muss jetzt 4 Kerne runtergehen auf Giga. Ja, das wird auch ein bisschen kompliziert jetzt. Aber gut, das kriegen wir hin. Finish. So, Mozilla Test 2, Power on. Let's go. Ich mache jetzt genau die gleichen Schritte. Ich erstelle wieder eine virtuelle Maschine und ich werde dann von der einen Maschine das Profil einfach auf die andere Maschine rüber kopieren. Ihr könntet ja sagen, gut, MAC-Adresse, IP-Adresse, sonstiges, irgendwas anderes, Hardware, wie auch immer, könnte ja alles irgendwie blockiert sein. Aber nein, das ist nicht der Fall. Ich hatte nämlich den Test gemacht und ich habe es von einem entfernten Rechner, schlag mich tot, über WLAN rüber kopiert auf mein Notebook und ich hatte Vollzugriff auf alles. Es war Wahnsinn. Also ich war total perplex. Und auch ein Kollege, der dabei war, wir haben es nicht geglaubt. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ach, verdammt. Das war mein Fehler. Ich konnte gerade nicht installieren. Tut mir leid. Einen Moment nochmal bitte. Hier bin ich immer noch bei Mozilla drin. Ich tue jetzt hier auch mal den User nochmal. Das können wir wieder festlegen. Zurück auf. Machen wir einfach User. Einfach. Ne, machen wir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Okay, somit habe ich schon mal vom User quasi das Passwort geändert. Hätte ich natürlich auch machen können, aber ja, ich wollte es hier anders beweisen. Power on das Virtual Machine. Jetzt installieren. Ich habe keinen Key. Windows 10 Pro. Akzeptiere die Lizenzbedingungen. Vielleicht werdet ihr euch auch fragen, warum macht denn das eigentlich mit Windows 10 Pro? Ich habe zu Hause Windows 10 Home. Bei Windows 10 Pro wird bei den meisten Firmen genutzt. Und ich finde, dass Firmendaten relativ oder noch sensibler sind als Privatdaten. Ich meine, Privatdaten sind auch schon ein Riesenthema. Aber Firmendaten sind halt noch heikler. Von dem her nehme ich jetzt auch explizit die Firmen, sage ich jetzt mal, die Firmen. Die Firmenkonstellation. Ihr müsst ja auch wissen, es gibt ja auch Domain-Administratoren. Domain-Administratoren haben ja ein noch globaleres Umfeld oder sagen wir mal noch mehr Rechte. Also die sind ja die Super-Administratoren. Die können ja wirklich alles und Rechte und einfach alles. Ich sage jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie Angst haben müsste vor den eigenen Administratoren in der Arbeit. Aber eure Admins sollten sich das Video auf jeden Fall mal ansehen und gegebenenfalls auch Mozilla einfach blockieren. Weil das ist ein Unding. Ich hoffe, ihr benutzt Google Chrome, weil Google Chrome macht das wirklich sehr gut. Ich kann es euch gerne auch zeigen, weil das wollte ich ja hier eh installieren. Ich bin jetzt mit dem Polanski-Account drin, also nicht wundern. Ohne Anmeldung fortfahren. Vielleicht war das ein Fehler, vielleicht sollte ich in den anderen Account gehen. Ich gehe in den anderen Account. Moment, das heißt, ich wechsle jetzt hier wieder von auf Abmelden und gehe jetzt wieder mit meinem User rein. Also ganz normal User mit Passwort 1234. Ich habe es ja zurückgesetzt, hatte ja die Rechte dazu. So. Und der User, der bekommt aber auch nichts mit. Also wenn ihr die Daten einfach von A nach B verschiebt, der User sieht gar nichts. Null. Einfach gar nichts. Akzeptieren. Zack, zack, zack. Da drin. Chrome Download. Google Chrome. Chrome herunterladen.
Macht das jetzt zweimal oder? Ah ja. Wenn soll das unterbrechen? Ah, mir tut mein Auge weh. In einer Domäne, wenn ein, sagen wir mal, Domain-Administrator Zugriff auf den Rechner haben möchte, kann er immer noch über die Admin-Freigabe Zugriff bekommen. Die Admin-Freigabe ist normalerweise unter $10. Es gibt natürlich auch, wenn man mehrere Laufwerke hat, $10 oder C, D, E, F und so weiter, kann man immer wieder auf diese Laufwerke zugreifen über diese Dollar-Freigabe, also C-Dollar, D-Dollar, E-Dollar und so weiter. Man muss dann einfach nur sich authentifizieren. Eine Domäne ist eigentlich nur Benutzername und Passwort vom Domain-Administrator. Kommt man überall drauf. In dieser Umgebung oder in dieser Konstellation habe ich jetzt keine Domäne. Das bedeutet, um auf diesen Mozilla-Rechner zuzugreifen, hier oben links, muss ich die Daten oder die Anmeldedaten von dem Mozilla in den Mozilla Test 2 eingeben. Aber jetzt zeige ich euch alles, ist kein Thema. So, wir haben jetzt Chrome geöffnet. Wir machen jetzt kein Konto, sondern wir gehen jetzt auf Outlook.de. So, ich kann mich ja nicht anmelden. Doch, kann ich, wenn ich jetzt einfach hier die Passwörter nehme, die ich eh schon überall gesehen habe. Das ist ja eigentlich egal. Passwörter. Accounts google.com. Das hat er hier gespeichert. Hier Outlook kopieren. Anmelden. So. Polanski minus 86 at outlook.com. V. Anmelden. Okay, funktioniert nicht. Yippee-yay. Was ist das für ein Mist? Dann haben wir hier noch ein Passwort. Kopieren wir mal das hier. Ja, das hat funktioniert. Okay. So, jetzt bin ich drin. Hat mich jetzt Google gefragt, ob ich das speichern möchte? An Microsoft, dass sie eine Outlook kostenlos mit, nee. Installieren. Das ist. Wow, was ist das für eine Auflösung? Was ist das jetzt hier? Ich sehe es nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Einstellungen. Passwörter, Cream, Passwörter. Schützen Sie Ihre Passwörter, Dateipanne gesichert. Hier werden. Ja, der hat keine erstmal, weil ich das nämlich hier nicht anzeigen kann. Ah. Werbung für die Webseite gespeicherte Passwörter. Hat es jetzt gespeichert? Ja, jetzt hat es gespeichert. Okay. Also jetzt hat es auf jeden Fall gespeichert. Ich habe es hinbekommen. So. Google Chrome hat ja auch einen eigenen Ordner. Ich nehme jetzt einfach nur diesen Ordner, weil das ist mir zu blöd, jetzt noch mehr Anmeldedaten zu machen. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier auf Abmelden und melde mich jetzt hier beim Polanski wieder an mit User. Und gehe jetzt hier wieder tatsächlicherweise auf das Konto von dem Benutzer, vom User, in den App-Data-Ordner. Local. Ich glaube, Roaming müsste das eigentlich sein. Nee, das ist nämlich nicht bei. Das bei Google ist hier. Das bei Local kopieren. Dieser PC, C, Benutzer, Polanski, jetzt bin ich langsam durcheinander, AppData, Local, hier habe ich auch schon Google drin, aber das löschen wir jetzt einfach mal raus und machen das jetzt rein.
So, ich muss es aber zugeben, dass ich diesen Test mache ich zum allerersten Mal. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir privat Passwort rein ansehen möchte, in meinem Chrome, muss ich mein Passwort von meinem Benutzer eingeben. Jetzt werden wir sehen, ob Google wirklich so safe ist oder safer ist als Mozilla. Wir gehen jetzt hier auf Einstellungen, Passwörter. Aha, guck mal. Die Passwörter sind nicht gespeichert. Also, ihr könnt davon ausgehen, dass wenn jemand euer Chrome-Profil klauen sollte, hat er keine Möglichkeit, auf die Passwörter zuzugreifen. Die sind nicht dabei. Wo die gespeichert werden, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwo bei Windows, vielleicht in der Registry, vielleicht irgendwo in einem Hashwert. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das hier eigentlich die gesamten Einstellungen sind. Man könnte auch über einen Verlauf wahrscheinlich, ja, kürzlich geschlossen, Verlauf. Seht ihr? Also über Outlook war ich drin, tatsächlich. Ja, den Verlauf kann ich sehen, die Passwörter nicht. Wenn ich jetzt hier reinklicke, dann komme ich nicht rein. Wenn ich auf Anmelden gehe, will ein Benutzername haben und ich habe keine Möglichkeit, mich anzumelden. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Bravo dafür an Chrome. So, mein Mozilla Test 2 ist ja soweit eigentlich fast fertig. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Deutschland wieder. Deutsch und überspringen. Dann fragt er mich wieder nach dem Internet. Ich habe kein Internet. Ich will ein eingeschränktes Setup. So, jetzt nehme ich hier einen ganz anderen Usernamen. Tom. Was anderes ist mir gar nicht eingefallen. Weiter. Und ein Benutzername mit oder ein Passwort mit. Ach, wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Machen wir einfach so. Das ist ja eigentlich egal. Nein, erstmal kein Kennwort, weil sonst fragt er mich nämlich nach Wiederherstellungsschlüssel für Kennwörter. Darauf habe ich keine Lust. Annehmen. Ich bin seit 57 Minuten am Aufnehmen. Ja, das finde ich aber ganz gut eigentlich. Es wird ein gutes Video. So, wir sind jetzt drin. Ich habe noch keine Tools, das heißt, ich muss erstmal die Firmware-Tools wieder installieren. Sonst habe ich nämlich keine Anzeigetreiber. Ja, ist ja gut. Vielleicht später, weg mit dir. Komm schon, Firmware, Dankeschön. Installiere es mal durch, bitte. Dankeschön. Ich aktiviere auch mal hier mein Netzwerk. Damit kommt er nämlich auch wieder zum Netzwerk rein. Weiter. Vollständig weiter installieren. Wie gesagt, die Firmware-Tools sind nur die Treiber, damit die virtuelle Maschine mit der Hardware, welche dran angeschlossen ist, also Maus, Tastatur, PS2, nicht PS2-Controller, sondern PS2-Schnittstelle, USB-Schnittstelle, sonstige Schnittstellen, einfach reibungslos funktioniert. Ja, ich muss einmal neu starten. Auch hier habe ich noch keine Passwörter eingegeben. Also wir haben auf jeden Fall schon mal gesehen. Also wir haben schon mal gesehen, dass Mozilla Firefox auf einem anderen Profil komplett einsehbar ist. Komplett. Ein totales Unding. Jetzt werden wir überprüfen,
ob es denn auf einem anderen Rechner auch funktioniert. Das bedeutet einfach nur Rechner zu Rechner über Netzwerk verschieben. Also den Ordner Mozilla von einem Rechner zum anderen Rechner verschieben. Administratoren machen das bestimmt einmal am Tag mit irgendwelchen Daten. Also jetzt vielleicht nicht, vielleicht nicht von Rechner zu Rechner, aber von Laufwerk zu Laufwerk, sage ich jetzt mal. Das ist nichts anderes. Es ist wirklich keine weitere Technologie. Firefox muss man jetzt kurz installieren. Opera, Vivaldi, boah. Hey. Der Browser, der was schützt, was wichtig ist. La 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 la. Ich finde es so geil. Ehrlich, ich finde es so geil. Eine Stunde, eine Minute. Aber es ist ein gutes Video geworden. So, ja, wir können also einen Taskleister anheften. Ist ja eigentlich alles egal. Nicht jetzt, komm weg, weg, weg. Das will ich alles nicht. So. Also, Netzwerkkarte ist an. Wir wissen wahrscheinlich, den Rechnernamen haben wir von diesem Gerät nicht, aber wir können die IP-Adresse rausfinden. Normalerweise geht es über Rechnername. Wir machen es über die IP-Adresse. Und zwar, das ist die hier 192.168.178.138.138 CND 192.168.178.2-T kann ich nicht anpingen. 13, also 138. Hallo. Kann ich immer noch nicht anpingen. Wo ist denn das eingeschaffen? Hier. Privat, ja, privat ist richtig. Das ist schlecht eingeschaffen. Privat ist richtig. Nee. Dann ist es noch die Firewall vielleicht. Naja, ist ja gut. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall mal Zugriff. So, das bedeutet, über die UNC-Freigabe komme ich jetzt auf meinen 2168. Nee, ich schreibe nicht. Das nennt sich UNC-Freigabe. 168.178.138 und dann C$. Er will von mir einen Benutzername und Passwort haben. 178.138 Backslash, weil es nämlich quasi dann sozusagen die Domäne ist oder der Rechner, an den ich mich authentifiziere. Und jetzt gebe ich ein User und Passwort. 1, 2, 3, 4. So wie es auch. Oder Polanski. Ich kann es auch einfach Polanski meinen. Das ist eigentlich egal. Polanski und dann User. So, hier nochmal als Beweis. Und ich komme
Der Zugriff wurde verweigert. Das kann eigentlich nicht sein. Muss ich nur Polanski nehmen? Nee. Dann nehmen wir mal den User. So komme ich nicht rein. C-Dollar. Die C-Dollar-Freigabe. Der Zugriff wurde verweigert. Passwort habe ich aber nicht geändert. Da komme ich aber nicht rein. Ist ja interessant. In einem Domain-Netzwerk ist es eigentlich auch viel leichter, weil wie gesagt, dort nämlich nur ein einziger Domain-Administrator herrscht und nur er Zugriff auf die Laufwerke benötigt. Ansonsten habe ich euch eigentlich schon gezeigt, dass man über ein anderes Profil an eure Daten kommt. Ich muss da wirklich überlegen, wieso ich da jetzt nicht reinkomme. Bei C-Dollar ist Rita wieder eine Abfrage haben. User. Ich habe doch 1, 2, 3, 4 gemacht als Passwort. Und Netzwerk herzustellen, um eine Verbindung mit folgendem Netzwerk herzustellen. Der will das nicht. Zugriff wurde verweigert. Ja gut, dann machen wir es anders. Dann kopieren wir jetzt einfach mal quick and dirty vom User. Ich hoffe, das funktioniert so übergreifend. Roaming, Mozilla, kopieren, ja, kopieren und fügen das jetzt einfach hier ein. Das ist ja eigentlich irrelevant, wie wir das machen. Hauptsache, wir machen das irgendwie beim Tom unser. Na, was willst der jetzt? App Data, Roaming, da haben wir ja schon Mozilla, wir löschen das raus. Es ist offen. Schließen. Abschließen. Vorher wiederholen. Befindet sich nicht mehr. Überspringen. Es tut mir leid. Befindet sich nicht mehr. Befindet sich nicht mehr. Überspringen. Jetzt müsste er aber weg sein. Ne, der ist nicht weg. Jetzt ist er weg. Ne, er ist nicht weg. Jetzt ist er weg. So, jetzt können wir hier. Ich kann es nicht einfügen. Also offenbar geht dieser Zwischenschritt von einem zum anderen nicht. Na gut, aber es geht noch anders. Ich habe ja einen USB-Stick. Man kann es auf dem USB-Stick speichern. Ich tue das jetzt ein bisschen abkürzen. Und nehme jetzt hier den USB-Stick rein. Disconnect von Mozilla. Kollege, was ist los mit dir? Da ist es und ich gehe jetzt einfach hier mal einfügen. Damit kopiere ich mir jetzt sozusagen den gesamten Mozilla Firefox. Oh, lass mich jetzt nicht im Stich. Du lässt mich jetzt im Stich, oder? Du lässt mich im Stich. Du lässt mich im Stich. Natürlich, du lässt mich im Stich. Das ist total nett von dir. Dann gehen wir einen Zwischenschritt über den Rechner. Ich gehe auf, wo gehe ich denn hin am besten? Ah, das ist der falsche. Oh ja, mein PC, der tilt gerade ein bisschen. Ist die Aufnahme noch am Laufen? Oh oh. Okay, jetzt irgendwas passiert. Oh! Oh
Wow. Okay. Das war gerade unerwartet. Aber ich mache jetzt hier, ich gehe jetzt einfach einen Zwischenschritt. Stellt euch vor, das wäre ein USB-Stick. C, Temp, einfügen. So, jetzt kopiere ich quasi. Wir machen das nochmal. Kopieren. Einfügen. Cannot create a host machine. Wieso nicht? Ah. Mag ich nicht. Wir müssen das jetzt echt schnell hinbekommen. Ja, da will es überhaupt nicht. Ja gut, dann starten wir die Maschine einfach nochmal neu. Oh, mein Prozessor ist aber auch ziemlich am Arbeiten. Ja, mein Arbeitsspeicher auch. Okay. Jetzt versuchen wir es nochmal. Wäre ja gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen würden. Kopieren, bitte. Nee, das will er nicht. Der will das nicht. Das gibt's doch gar nicht. Kann ich es da einfügen? Ja, da kann ich so eine Probleme einfügen. Ah. Machen wir es halt hier rein. Wenn er mal lädt. Macht er auch nicht. Ist eine Frechheit. Ich muss es jetzt irgendwie darüber bekommen. Gut, zum Test. Ist ja nur zum Test, werde ich jetzt die gesamte Platte einfach freigeben. Freigabe, erweiterte Freigabe. Das hat natürlich niemand. Diese Freigabe hat hoffentlich niemand bei euch irgendwo drin. Bei keinem Kundensystem, bei nirgendwo. Ich mache das jetzt aber so, weil ich im Test weiterkommen möchte. Eins, drei, acht, C. Da komme ich rein. So, jetzt bin ich drin. Benutzer, User wollten wir ja gehen. App Data, Roaming. Mozilla kopieren. So, ich bin jetzt hier bei dem anderen Rechner, bei dem 138C Users, User und so weiter. Und kopiere jetzt mir hier das Mozilla hinein. So, Mozilla ist reinkopiert. Vom Rechner Mozilla habe ich jetzt auf Mozilla Test 2 das Mozilla Profil vom User reinkopiert. Mal sehen, was passiert. Natürlich interessieren mich die Passwörter. Et voilà. Ich kann alles sehen. Ich kann alles sehen. Das ist sowas von Unding. Das ist nicht mehr feierlich. Finde ich absolut katastrophal. Auch so wiederum die Chronik, kann ich auch die gesamte Chronik sehen. Somit hat Mozilla Firefox in dem Zug komplett versagt. Es gibt natürlich eine Möglichkeit, wie man diesen Weg unterbindet. Das würde ich euch aber tatsächlich dann mal in einem anderen Video zeigen. Ich würde mich jetzt für heute mal verabschieden. Ich danke euch, dass ihr euch das hier zugesehen habt, beziehungsweise dass ihr das Video angeklickt habt. Das Video wird sowohl in YouTube als auch auf diversen anderen Plattformen zu finden sein. Und ich hoffe auf eine Menge Zuschauer und ich hoffe, dass ihr Mozilla nicht mehr nutzt. Nutzt Chrome, nutzt Edge. Das sind mittlerweile die sichersten Browser. Mozilla, Firefox, Finger weg davon. Macht's gut, einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal.